Hi, ich bin der Chris von Krumm Sport und in diesem Video erkläre ich die Maske sowie weitere Vorteile, die du so mit Sicherheit für deine Kinder noch nicht in Betracht gezogen hast. Also legen wir los. Um dir den Vorteil etwas zu erklären, muss ich ein wenig ausholen. Schauen wir uns die Proportionen vom Kind an. Großer Kopf, kleine Füße. Und genau das ist nachteilig, denn damit wir beim Schwimmen vorwärts kommen, müssen wir uns in waagerechte Position begeben. Und hier wird es dann eben nachteilig, da der Kopf schwer ist. Das Kind muss den Kopf anheben zum Atmen und geht aber dadurch meist wieder zurück in senkrechte Lage, wobei es eigentlich gar nicht richtig vorwärts schwimmen kann. Des Weiteren ist ein Nachteil die kleinen Füße, denn die kleinen Füße haben nicht genug Fläche oder Wasserverdrängungsfläche, um Wasser zu verdrängen und vorwärts zu kommen. Und genau hier spielt ein weiterer Vorteil von der Schnorchelmaske mit ein, denn durch das Luftvolumen haben die Kinder zum einen Auftrieb für den Kopf, können sich aber auch durch den Blick nach unten voll auf den Fußschlag konzentrieren. In jedem Fall ein Pluspunkt für die Kleinen. Gut, nun erkläre ich dir das Produkt näher. Es gibt nicht viele Schnorchelmasken für Kinder und noch viel weniger, die CO2 geprüft sind. Und hier kommt unsere Maske ins Spiel. Diese wurde vom TÜV geprüft und natürlich auch hier den Test bestanden. Die Atemluft hat hier einen relativ kurzen Weg. Sie wird von oben angesaugt, hier in das Sichtfeld geleitet, in den Mund- und Nasenbereich, kann dort eingeatmet werden und wird dann hier bereits an der Seite herausgeleitet. Wir haben hier den Vorteil im Vergleich zu anderen, dass der Ausatemkanal relativ kurz ist. Zudem sind hier auch Ventile, dass diese Kammer nicht wieder eingeatmet werden kann. Einfaches Beispiel, man hält das Ende vom Strohhalm zu, versucht einzuatmen, dann kann man den Inhalt auch nicht einatmen. Hier ist das gleiche Prinzip und daher resultiert auch die hohe CO2-Sicherheit. Okay, kommen wir zu drei Punkten, wobei der erste am allerwichtigsten ist. Dieser Punkt gilt grundsätzlich im Schnorchelbereich, sowohl für Kinder als auch Erwachsene, während des Schnorchels nicht kurzatmig atmen. Das bedeutet, wir haben hier einen Totraum, ein kleiner Totraum, der überwunden werden muss, denn hier befindet sich Frischluft und die ausgeatmete Luft. Und daher gilt es, tief einzuatmen und tief auszuatmen. Denn nur so kann dieses Volumen überwunden werden, denn ist doch ein großer Unterschied zu. Und genau so geht ihr beim Schnorcheln vor und so zeigt ihr es auch euren Kindern, denn so geht es richtig. Dann zum Einstellen von dem Kopfband. Hier bitte erst über die Umlenkung legen, das Band, und dann nachziehen. Wenn das Kind die Maske trägt und ihr zieht hier kräftig, dann kann das Band beschädigt werden. Und zum dritten Punkt, Sonnencreme verfärbt grundsätzlich. Und auch hier gilt, wenn Sonnencreme aufs Gesicht aufgetragen ist, kann es hier zu gelblichen Verfärbungen vom transparenten Silikon kommen, alternativ zur schwarzen Heilmaske mit schwarzem Silikon greifen. Zum Abschluss noch eine Empfehlung meinerseits. Flossen mit verstellbarer Ferse für die Kleinen, für einen besseren Vortrieb, für eine stärkere Wasserverdrängung. Und hier bieten wir ab der Größe 32 solche Exemplare an. Und das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche ganz viel Spaß im Urlaub.